Ja, moin Leute, euer Vuenix am Start. Wir legen los, ein Rundchen Snake Eye, der Würfel rollt und... es ist ein bisschen ungünstig, oder? Aber man könnte Level... Wird doch einfach Double Buy machen. Aber ich denke, Level Banane passt. Ich freeze, glaube ich, sogar für Bass. Ich will einen Two-Drop haben. Ich nehme einen Two-Drop. Two-Drops sind besser. Ich hatte überlegt, Basker zu nehmen, weil das ein sicherer Double Buy in Turn 3 dann ist, aber... Hier nehmen wir erstmal den Schaden mit, weil wir gelevelt haben. Das ist okay. Wir sollten das aber sofort nächste Runde ausgleichen durch die Banane, weil das 2-2 Stats sind. Ja. Und der Spell passt gut rein. Ich denke, es ist Ripsnor Captain, denn Pirates sind aktuell sehr präsent. Werden wir wahrscheinlich jetzt gleich hier sehen. Wobei auch dabei Untote und Wildtiere, da gibt es eine Kombination, die sehr präsent ist. Dämonen können es auch, Elementare ein bisschen zu langsam. Für den voll High-End-Pirate-Build fehlt Drachen. Ganz speziell eine Unit und das ist der Poet. Der Poet sorgt ja dafür, dass In-Combat-Buffs, also Buffs im Fight, permanent werden bei Drachen. Und da gibt es halt diese Kombination, dass man einen All-Minion-Type, das kann Phalanx sein, das kann der Amalgam von Tavern 6 sein, so Sachen. Den gibt man dann permanent den kleinen Pirate und kann unendlich viele Pirates spawnen. Das können wir diese Runde hier nicht machen, aber was mir gut gefällt, ist natürlich das. Und dadurch, dass das ein Token ist, können wir den einfach als zusätzlichen Buddy mitnehmen und nehmen dann natürlich hier noch ein Pirate mit. Das kommt schon ganz gut. Ja, ich glaube, das war ein starkes Ding. Wir haben quasi einen... Wir haben einen Two-Drop in Turn 2 gekauft mit einem Buff und haben in Turn 3 einen Triple-Buy quasi gemacht. Also tempotechnisch hat das den Turn 1 mehr als ausgeglichen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber, ja, wir machen den Win. Er hatte 50-50 Chance, erst den Droplet zu hitten und dann wäre es noch unentschieden geworden, aber sowas perfekt. So, und durch das extra Gold vom Basker passt es, diese Runde zu leveln und eine Unit mitzunehmen. Die Frage ist, ist diese Unit Crackling wegen dem Gottesschild für Tempo? Oder ist diese Unit Patient Scout, um eventuell auf einen 5-Drop zu hoffen? Das wäre aber auch erst in Turn 9, ne? Wir gucken uns das mal an. Oder ich verkaufe ihn direkt und gucke, ob ich einen Scalywag bekomme. Weil natürlich die kleinen Pirates spawnen mit Double Ripsnor Captain absolut stark ist. Aber ich denke, wir wollen eher versuchen, Tavern 5 was zu nehmen. Aktuell sieht es nach der Pirate-Richtung aus, das heißt Cruise Control plus Titus sind da die zwei 5-Drops. Wo ist er? Titus hier ganz unten. Das sind die zwei Units, die wir gerne hätten. Es kann aber auch noch gut sein, dass wir switchen auf den anderen Bild. Wie gesagt, wenn wir jetzt gleich auf einmal mit dem Trinket Dick Shop Buffs kriegen, dann könnte es Demons oder Elementare werden. Wenn wir doch in die Richtung Catacomb Crasher oder so kommen, dann wird es vielleicht nochmal Untote. Ja, Wildtiere wissen wir selber, welcher Bild da aktuell dominiert. Gutes Unentschieden. Da waren wir ein bisschen lucky. Aber ja, also wir sind noch nicht festgelegt, aber wir haben definitiv eine Richtung, in die wir wollen. Das hat nicht viel gebracht. Ich glaube nicht, dass wir hier gewinnen. Deswegen werde ich den nicht einsetzen. Ein Frosch. Obwohl, der hat auch alles verloren. Aber ich glaube, der könnte... komm, wir machen's. Ich glaube aber nicht, dass wir besonders viel stärker sind als der Red King. Wir waren nur ein bisschen mehr lucky mit unseren Hits. Weil die letzten zwei Fights sind schon gut ausgegangen. Aber dafür haben wir natürlich viel Potenzial auf dem Board, ne? Die Discover aus den Patient Scouts. Mal gucken, was das Trinket uns dann noch gibt. Dann legen wir los. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Value Trade? Value Trade ist gut. Value Trade ist nochmal gut.
Aber dann sitzen die Hits nicht. Schade, knappes Ding. 4 Schaden ist aber vollkommen okay. Der Frosch hätte uns auch nicht mehr gebracht. Also gucken wir nochmal. Get and summon a pirate. Das macht's natürlich für die Ripsnor Captain interessant. Die Frage ist... Oder 6 Drops. Welche 6 Drops ermöglichen uns denn hier einen richtig geilen Build? Ich glaube, die Combo-Builds sind fast stärker als die 6 Drops, die uns die Builds ermöglichen, oder? Das heißt, Get a 6 Drop ist wahrscheinlich gar nicht mal so geil. Na, da ist einiges möglich. Ara ist interessant, Kadaver Caretaker ist interessant. Ich denke aber, es wird erstmal der Underdog sein, weil mein ganzes Board halt unter Tavern 3 ist. Einmal temporär kurz ein bisschen Tempo mitnehmen. Und dann muss ich mir halt überlegen, der Caretaker ist es aber auch erst, wenn ich die richtigen Side-Units habe. Das heißt, wir warten doch nochmal. Schön wäre jetzt ein Triple nächste Runde. Wir könnten Patient Scout trippeln, wir könnten Ripsnor Captain trippeln und dann einen 5-Drop. Die 5-Drops sind dann die, die wirklich richtungsweisend teilweise sind. Na, hätte ich wenigstens rechts gehittet. Na, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ich sehe keine 1- und 2-Drops mehr, fällt mir gerade auf. Das heißt, Ripsnor Captain Triple und Patient Scout Triple wird beides nicht passieren. Dumm von mir. Einfach mich selber mit dem Trinket ausgetrickst. Naja gut, dafür sehe ich halt nur Higher Tavern Tier Sachen. Und dadurch lohnt sich das hier natürlich. Dann machen wir es da drüber. Und das ist eine Richtung, die wir definitiv machen können. 4 und 5 entdecken die Scouts für uns. Gibt keinen Kampfschrei, den ich gerade richtig ausnutzen möchte. Mein letzter Gegner war der, aber der hatte auch nichts, das ich gerne hätte. Das heißt, ich gehe hier drauf. Richtig geil ist es noch nicht. Wir versuchen es nochmal so ein bisschen hier drüber. Die gibt nur Pirates, die spawnen, ne? Piraten, die beschwört werden, plus 5 Attack. Also die, bei denen bringt mir das nichts. Ich brauche jetzt unbedingt Tavern 4 Sky Pirate und ich brauche Tavern 5 dann Rapscallion. Aber eigentlich ist es Sky Pirate, Sky Pirate, Sky Pirate. Ein volles Board Sky Pirates mit Cruise Control und Titus. Das ist quasi der Bild hier, weil wir eben Poet nicht kriegen können von den Drachen. Interessant zu sehen, dass der unter Damage Cap ist, aber noch so schwach und nicht All-In gegangen ist mit seinem Gold. Bin ich wild. Der hätte hier sterben können einfach. Okay. 5-Drop. Ja, dann gehen wir mal auf 5-Drop. Ah, absolut scheiße. Okay. Boost Control. Recruiter. Ja, dann ist es Recruiter. Ist es Bran? Gibt es eine Welt, in der es Bran ist? Das ist gesetzt, logisch, aber ich frage mich, in welcher Welt Bran eventuell das Play ist. Also es gäbe die Möglichkeit, mit Admiral Bran so ein Cycle-Bild zu spielen, der eventuell abheben kann. Und es gäbe Rockrock, es gäbe Nala, das sind so Richtungen, die gehen schon. Rockrock, Nala, Amalgam Tour Group. Nimm Bran einfach mal mit für den Verdacht, vielleicht. Weil der Pirate-Build, der ist leider relativ schnell gecapped. Ne? Man kann zwar mehrere Flagbearer aufstellen, aber das hat auch irgendwie schnell dann sein Ende. Und hinten raus würde ein Full-Cycle-Build definitiv besser sein. Und für ein Full-Cycle-Build ist dann Bobblehead wirklich ganz okay.
weil man halt erst ab Tavern 3 diese Sachen hat, die einem mehrere Units geben. Dazu gehört der Brawler, den wir auch im Shop sehen. Dazu gehört Tavern Tempest. Und dazu gehört, naja gut, Pirates, Drachen fehlen, ne? Drachen haben noch so ein bisschen Cycle, ob's das ist. Good luck out there. I believe in you. Die Cleaves sind eklig. Okay, das müsste jetzt ein Win sein in dem Moment. Fantastisch. Das ist sehr gut. 15 Damage einfach mal. Dabei ist der Bild nicht mal annähernd komplett. So, die Frage ist, geht man jetzt all in? Indem man das Necklace nimmt? Oder switcht man nochmal? Ich glaube, wir könnten versuchen zu switchen. Wenn der hier geht und Bran kommt, dann ist das hier quasi alles umsonst. Und wenn man da was Vernünftiges... Guck mal, hier habe ich schon plus ein Gold, weil ich den Roll umsonst gekriegt habe. Dann kann man hier nochmal reingucken, wenn man zum Beispiel Salamental bekommt, ist auch wieder plus ein Gold im Endeffekt. Bei den Todesröcheln-Effekten kann man natürlich noch was Sinnvolles bekommen. Guckt man immer mal rein. Da hole ich mir das Gold wieder. Hätte ich Balladist Secret nehmen sollen? Hätte ich nehmen können, ja. Guck mal, da ist noch ein bisschen was drin. Vielleicht wird es ja doch noch der. Wir haben zu 100%, egal wie das jetzt hittet. Oder kann er das nicht richtig berechnen? Na, die über 60 HP auf dem einen Elementar sind natürlich extrem stark. Und die Breakpoints fallen sehr ungünstig, muss man sagen. Wir haben 11 Attack und hier sind 12. Der hat auch mit 1 überlebt. Ich befürchte, dass es daran liegt. Da, der hat auch wieder mit 1 überlebt. Das war alles super unlucky gelegen von den Breakpoints. Deswegen, okay. Boah, 10 Damage dafür. 10 Damage. Unter Damage Cap leider. Ja, so, kriegen wir mit dem Cycle-Bild was hin. Das ist halt umsonst, deswegen war das sehr stark. Six Drop entdecken wäre auch okay. Leider nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Nur die beiden, das ist nicht genug. Ah, das könnte man machen. Hm, was golden machen? Ja. Aber nicht hier, glaube ich. Auch nicht. Nicht gerade gut, ja, dann ist es egal. Dann müssen wir einfach kurz mal was entdecken. Auch das leider nicht richtig. Auch das wieder kein guter Discover. Was ist denn jetzt los? Jetzt wird es ein bisschen frickelig. Na, Step 19 of my skincare routine. That is a noble minion on your side. Ne, den will man auf keinen Fall spotten. Wie könnte man spotten? Den kann man aber dafür dann die HP geben. Das passt zusammen. Ist das besser oder ist das besser? Ich glaube, ich spiele eine Runde Arid Atro City. Aus dem einfachen Grund, dass ich sonst nächste Runde die verkaufen müsste, statt den. Wir können nächste Runde umsonst das Teleskop wieder nehmen und den Recruiter. Dann kann das gehen. Wir gucken, ob wir Cruise Control getrippelt kriegen. Wenn nicht, dann könnte Ripsnor Captain vielleicht gehen. Ach, shit. Mit Bananen ist natürlich heftig. Trotzdem sieht es so aus, als wenn wir eine Chance hätten zu gewinnen.
Ah nein, haben wir nicht zu wenig Pirates gespawnt. Cruise Control ist nicht gestorben erst und dann spawnen wir zu wenig aus dem Recruiter. 70% Win-Chance und wir verlieren hart. Das sind keine Pirates. Das ist eklig. Um 1 HP haben wir das Unentschieden nicht gekriegt. Alter, wir kriegen die unluckiest Hits und dann um 1 HP das Unentschieden nicht. Mann. Ja, ist ärgerlich. Was will man machen? Da ist er. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch einen. Das ist extra Gold, das nehmen wir mit. Das ist extra Gold, das nehmen wir mit. Titus nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Wir rollen. Da kann man mal reingucken. Recruiter Triple, bringt mir das was? Eigentlich nicht, ne? Ah, Phalanx ohne Poet bringt einem Phalanx halt nichts. Welcher Six-Drop bringt mir was? Einer. Triple nicht. Bran is gone, das Ding ist gone. Vielleicht ist sogar Golden Kurier gone für Titus, oder? Ich glaube, wenn er alles gehittet hat, haben wir eh keine Chance. Ich stelle den nach vorne, weil der sich selber den Todesröcheln nicht gibt. Und ich Boardspace machen möchte. Okay. No! No! Ey, mein Spot ist weg und er hittet zweimal in Folge die beste Unit von mir. Ach, wie dumm! Reicht das trotzdem noch? Ich glaube, es reicht trotzdem noch. Mein Gott, war das close. Der hat mich einfach fast komplett genutzt. Top 4. Gott sei Dank. Wir würfeln. Wir sind nicht. So. Wir wollen Cruise Control Triple. Wir wollen weiteren Flagbearer. Wir wollen Titus. Flagbearer. Perfekt. Kann ich den gehen lassen? Der ist schon gut, aber ich... Nee, warte mal, ich muss eh Flagbearer aufstellen, dann muss der gehen. Dann kann ich auch den durchrollen. Ist eh umsonst. Let's see. Wir brauchen Eye of the Earth Mother. Tavern 5 Spell macht was golden. Aus dem einfachen Grund, weil ich dann einen von den golden machen kann und die nicht trippeln muss. Und dann kann ich auf dem Slot von dem Recruiter oder auf dem freien Slot, wenn ich es schaffe, Titus zu trippeln, noch einen dritten Flagbearer aufstellen. Denn das große Problem an Flagbearer ist, der goldene spawnt einfach 2-2 Pirates anstatt 1-1 Pirates, anstatt 2-1-1 Pirates zu spawnen, was die eigentliche bessere Variante wäre für einen goldenen Flagbearer, weil man möchte viele Units spawnen und dieses doppelte Stats von dem 1-1er bringt einem gar nichts. Holy crap, hat der viel HP. Und ich habe leider das Pech, dass ich nicht eine der 200er Units gehittet habe. Okay. Da habe ich leider die Attack-Buffs jetzt drauf verloren. Ist aber nicht ganz so schlimm.
Aber auf dem ist schlimm. Na, das ist alles scheiße. Das sind viele Attack-Buffs, die mir fehlen jetzt. Das Gute könnte aber sein, je nachdem wie das jetzt hittet, dass der... schade. Es könnte sein, dass der Kultist... Oh nein, der Kultist spawnt fast. Okay, schade. Aber die kleinere Unit. Reicht das? Ist knapp. Ganz, nee, wir kriegen die nicht raus. Spawn zu wenig. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es noch den... Nee, schaffen wir auch nicht mehr. Und dann sind wir tot. 10, wir haben 11. Boah, lucky. Ja, es war ein bisschen unlucky, dass die beiden sterben und der hier nicht. Das war ein bisschen unlucky. Okay, wir suchen. Brauchen keinen Six-Drop, das bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Und das wäre geil, aber ich muss vorher Eye of the Earth Mother finden. Gib mir Eye of the Earth Mother. Mann! Shit! Wenn ich den jetzt triple, macht mich das schwächer. Kann ich nicht machen. Wir haben ein Problem. Noch einer. Ja, ja, jetzt. Come on, Alter! Ja, ich kann es nicht tun, weil ich dann halb so viele Pirates nur noch spawne. Ich muss vorher Eye of the Earth Mother finden. Da könnte doch Panda drin sein, richtig? Leider nein. Maybe dead, I don't know. Ey, ich habe immer das Problem, dass ich den nicht finde. Und jetzt, wo ich ihn erst golden machen muss, bevor ich ihn finde, finde ich ihn zweimal. Aber hätte ich ihn golden gemacht, hätte ich wahrscheinlich keinen mehr gefunden. Hätte ich ein Problem gehabt, weil ich ja nur halb so viele spawne. Hätte ich ihn golden gemacht und den anderen gekauft, hätte mich das 6 Gold gekostet. Und ich wäre genauso stark wie jetzt auch. Das heißt, es ist einfach nicht die richtige Entscheidung, den zu trippeln. Ich müsste 3 Stück auf einmal finden, um besser zu werden als das, was ich jetzt habe. Macht also absolut gar keinen Sinn. Schade, dass die nicht gestorben ist, ne? Die Cruise Control. Mit 2 HP, das macht halt auch wieder wenig Sinn. Schön den Titus gehittet. Damit bringen die Frogger nichts. Aber... Man muss schon sagen, einfacher Golden plus Banana Slammer ist leider auch big. Really big sogar. Ist gut. Er spawnt nichts mehr, oder? Dann habe ich vielleicht eine Chance, wenn er jetzt nichts mehr spawnt. Ah, er hätte Titus. Scheiße. Aber ich glaube, es reicht schon. Das sieht gut aus. Nice. Es ist spannend. Diese Combo-Sachen, beim Frogger ist es ja genauso. Die Combo-Sachen sind immer extrem spannend. Let's see. Keine Rolle. Ich muss einfach irgendeinen Pirate mitnehmen, oder? Na, ich würde gern da reingucken. Aber ich brauche einen Pirate diese Runde. Dann, ich habe was nach was Besserem. Ich weiß, da war Peggy eben. Ich habe nach was Besserem als nach Peggy gesucht. Aber leider nicht gefunden. In dem Fall muss ich dann mit Peggy gehen. Na, ich muss nicht mit Peggy gehen. Ich kann auch mit ihr gehen, aber dann die HP bringen jetzt auch nicht so viel mehr. Achso, der Spell ist ja noch umsonst. Ich nehme ihn mit, auch wenn das jetzt nicht super der Spell ist, den ich brauchte. Einfach nur, weil es ja sonst verschwendet wäre.
Boah, es kommt so sehr auf die Hits an. Der Build ist so schwierig, vernünftig zu bilden. Wenn es Poet gäbe, dann wäre jetzt schon durch, weil dann hätten wir Infinite Pirates, die wir spawnen. Dadurch, dass ich das Eye of the Earth Mother gerade nicht finde, ist es für mich schwierig, einen zweiten Flagbearer aufzustellen. Ich hätte den Monkey spielen sollen. Der Monkey hätte nochmal deutlich mehr gebracht. Also, wenn ich die Runde gewinne, hätte der Monkey mir ordentlich extra Gold gegeben. Das war vielleicht ein Fehler. Primate ist schon ganz geil in dem Bild, um zu farmen. Schwierig. Scheiße, der gibt doch noch Gottesschilde. Heavy. Bitte, Hitte. Nein, nicht den. Erst Cruise Control. Braucht doppelt so viel Hits gerade, um alles zu killen. So, jetzt Cruise Control. Und jetzt bloß nicht Titus. Wenn er jetzt Titus hittet, habe ich verloren. Oh, shit. Ich spawn zu wenig. Oh, Mann. Andersrum schön, dass das Board voll ist, weil dann wieder unwahrscheinlicher wird, dass Titus gehittet wird. Aber eigentlich spawne ich zu wenig. Boah, da habe ich schon fast gedacht, das ist der Titus-Hit. Ich glaube, es sieht gut aus. Ich glaube, wir haben inzwischen genug gehittet. Yes. Okay, jetzt ist das egal, weil die alleine genug machen. Es ist immer dieses Bangen darum, dass Titus lang genug überlebt. Das Problem ist, wenn ich den anderen Sachen hier Spot gebe, dann habe ich das Problem, dass die sterben, bevor ich die Attack-Buffs bekomme. Das will ich ja auch irgendwie nicht. Drei. Eye of the Earth Mother, finally. So. Jetzt können wir gerne einen neuen Flagbearer finden. Hallo, Flagbearer, where are you? Eben die ganze Zeit gesehen. Mache ich das? Einfach mal aus Fun. Wenn jetzt einer von den beiden das kriegt, krieg ich's Kotzen. Ah, das ist okay. So. Zur Not wieder irgendeinen Pirate aufstellen. Muss die kaufen. Wenn ich jetzt rolle und da ist kein Pirate, bin ich wieder ganz schön kacke dran. Jetzt kann ich dem auch ruhig mal Spot geben, jetzt wo der große Stats hat. Okay. Na, der ist Giant Stats nachher. Natzt der mich. So, jetzt dürfen wir den gerne wieder finden. Jetzt würde ich auch. Ich würde noch einen aufstellen, noch ein Eye of the Earth Mother finden und dann auch noch einen vierten aufstellen. Weil alles, was du brauchst, ist eigentlich ein goldener Cruise Control, ein goldener Titus. Man würde auch jeden weiteren Titus nehmen, natürlich. Und dann Full Board of Flagbearers. Das ist der Build. Die einzige Variation ist eben der Bild, dass man das hier stackt, wenn man einen Poet hat, also wenn Drachen drin sind. Ja, und jede Runde ist Nervenkitzel, weil sobald der Titus gehittet wird, hat man ein Problem. Das nicht. Er farmt immer noch HP. What the hell? Nein! Hittet doch mal die! Die stirbt jetzt auch nicht. Was ist das denn? Na, wenigstens hat er mit den einen Tick ein bisschen was gemacht. Okay. Nein! Oh, das wird knapp. Ich glaube, das wird knapp. Reicht das? Ja, ich glaube, es reicht. Gott sei Dank. Boah, dieser Moment, wo der Titus früh stirbt, da hat man immer Angst. Und das auf 1 HP, Alter. Ist das close? Okay. Da ist er. Das macht uns stärker. Sehr gut. Jetzt noch ein Eye of the Earth Mother und noch einen Flagbearer. Come on. Macht Sinn. Na, so High-HP ist der auch nicht. Ich suche noch einen Flagbearer. Was kriege ich, wenn ich das hier spiele? Noch ein Titus. Dann nehmen wir den, oder? Ist noch ein Titus besser als ein Recruiter? Oh, das ist schwierig. Ich muss die Mathematik dahinter machen.
Eigentlich muss ich die trippeln, bevor ich den Titus aufstellen kann. Aber warte mal, jeder von denen hier... Also, jeder Pirate hat Todesröcheln, spawne drei Pirates, richtig? Außer die selber, weil die sich den selber nicht geben. Dann heißt, die haben jeweils spawn zwei Pirates. Die triggern aber zweimal extra. Das heißt, jeder Pirate hat spawne sechs Pirates. Ich glaube, es ist besser. Der hat eh nie Board Space, weil der immer die normalen Scalywags spawnt. Let's see. Beschützt man den jetzt noch oder nicht? Ich denke ja. So, ich weiß es nicht. Ah, es ist ärgerlich. Das ist super spannend. Ich glaube, man will die schlechtere Flagbearer vorne haben. I don't know. Oh, let's see, guys. Let's see. Die in golden und noch einen Flagbearer, dann ist das eh Fullbild. Und? Ja, das ist okay. Er hat das richtige Spot für mich gehittet. Hitte den oder die. Weil der würde überleben und die würde sterben. Was hat die denn hier für einen Zauber erlitten? Oh, schön, wie viele kleine Pirates respawnen. Schön, schön, schön. Und noch einen und noch einen. Yes, let's go. Das Ding ist durch, oder? Die Hits waren gut bisher. Blackbearer Pirate, absolut geisteskrank. Wie viele Scalywags sind das? Es ist einfach nur wild. War die richtige Entscheidung, Recruiter gehen zu lassen für den zweiten Titus. War die richtige Entscheidung. Wie viele wir noch spawnen würden, das ist so wild, Leute. Da ist das Ding. Ein HP, Full Combo, Flagbearer Pirates. Ich hoffe, die Runde hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Habt ihr es schon hingekriegt, die Runde mit Drachen, also mit dem Poet, auch zu spielen und noch mehr auszurasten? Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, denn sobald ich die Chance kriege, das zu spielen, werde ich euch auch das gerne hier zeigen. Und ansonsten, habt davon eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao.